Die ferne Quelle. Willkommen zurück zu einem neuen Part von Pikmin. Yay! So. Ein neues Gebiet. Neue Fallen, neue Gegner. Glaube ich jedenfalls, dass neue Gegner da sind. Neue Teile. So. Das erste, was wir machen, ist erstmal 20 blaue Pikmin rausnehmen. So. Beziehungsweise etwas mehr. Sagen wir mal 30. So, kommt mal her. Mit denen werden wir mal gleich hier rüber starten. Und diese werden wir gleich mal hier hochwerfen. Am besten alle. Oder so gut wie alle. Das passt genauso gut. Dann müssen wir erst die hier alle zu uns pfeifen. Und können sie hiermit so rüber locken. Denn die wollen ja immer zu uns laufen und laufen aber gegen die Mauer. Jo. Und hier sehen wir schon das erste Teil. Und... So, ich muss die jetzt mal schauen, dass die da rüber gehen. Okay, das war jetzt nur halb so schlimm. Wenn ich jetzt die rote genommen hätte, dann wäre es so passiert. So, der Reparaturbolzen, genau. Da muss ich jetzt aber aufpassen, dass... Frösche. Wow! So, ja. Wir brauchen mehr. Na! Okay, das passt schon. Ja, da kann das jetzt wurscht sein. So, damit haben wir das erste Teil. Das da hinten versuchen wir gleich mal. Das ist so schön nah. Wahrscheinlich auch das schwerste. Das war's. Viele Wasser lässt so rausschließen, dass wir hier nur blau benutzen können. So. Nehmen wir uns mal gleich mal ein paar mit. Sollte reichen. So. Du, 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 so. Ich möchte schon mal im Vorweg mich entschuldigen, falls irgendwie Commentary-Pausen kommen, wenn ich mich wirklich konzentrieren muss. Reparaturbolzen. Sieht aus wie ein normaler Bolzen, ist tatsächlich aber ein Reparaturroboter. 20 von 30 Teile. Heißt, wir brauchen theoretisch nur noch 9 Teile und wir können abhauen. Was wir aber nicht wollen. Wir wollen alle 30. Und holen uns erstmal noch die 2 Pikmin hier hinten an, die so schön verloren gegangen sind. So. Na, erstmal so eine blaue Armee. Keine rote, nein. Na, komm mal her. Oh, die sind so langsam. Okay. Ich würde sagen, wir brauchen da. Jetzt komm her. Komm her. Komm hier rüber. Und rauf, und rauf. Und... Die zurückpfeifen, dass sie nicht gleich dann latschen. Müsst ihr immer sterben. Und... Muss aufpassen, dass die nicht zu der schönen Menge da. Und drauf. Was bei Pikmin 2 auch wieder cool ist. Ja, Pikmin. Ich rede auch von Pikmin 2. Und zwar. Dass man die Pikmin schneller werfen kann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ja auch. Und wieder drauf. Und wieder drauf. Ja, wir müssen gerade viele Opfer da lassen.
Und wieder drauf. Und wieder drauf. Okay. Nächste Frosch ist tot. Ah, diese Frösche. So, ein schlimmer Viecher. Ich hasse diese Frösche. Die sind einfach nur nervig. Okay, wenn er nicht kommen will, dann ist es sein Problem. Okay, eigentlich meins, weil ich die ja brauche zum Transportieren etc. Okay. Okay, wieder drauf. Und wieder drauf. Und wieder drauf. Okay. Okay, man muss zugeben, dass wir jetzt einige Pikmin verloren haben. Ach du Scheiße. Und drauf. Und drauf, und drauf. Noch was? Wir verrecken anscheinend im Wasser. Okay. Und bauen. Bauen, bauen, bauen. So. Schauen wir mal das Teil da hinten an. Okay. Wird leicht suboptimal. Hinten haben wir auch noch ein. Na. Die lassen wir jetzt erstmal hier bauen. Schauen wir mal, was können wir uns denn anschauen. Oh Gott. So unübersichtlich. Volle Kanne. Naja, jetzt holen wir uns erstmal ein paar rote und ein paar gelbe. Oh, mir ist so heiß. So. Okay. Und noch ein paar rote. Oh Gott. Seht ihr das? Und noch ein Blasebalg. Oh nee. Oh, die sind so schlimm, die Viecher. Macht ihr? Kommt her. Kommt her. Oh, das sind einfach nur so schlimm, die Viecher. Komm mal her. Oh Mann. Ah, oh, komm her. Und einfach drauf. Wer geht auf den da hinten? Nein! So. Was haben wir denn hier noch? Ah, ich hasse diese scheiß Viecher. So. Und drauf und drauf und drauf und drauf. Und down, ja. So. Sind wir gleich hier. Muss ich jetzt doch wieder um die blauen kümmern. So, schön haben sie das gemacht. Ja, machen wir das jetzt einmal mit den blauen. Dann seht ihr mal, wie sehr diese Scheißzelle da vorne abgehen.
Okay. Die wachen extrem schnell auf. Und sind auch extrem schnell. Los! Und los! Und haut doch drauf! Und dieser Sack hat tatsächlich 5 Pikmin gefressen. Oh, stille Erleichterung. Meine Massageeinheit. Einfach an den Rücken, unteren Rückenbereich legen und einschalten. Ich kann es kaum erwarten, sie zu benutzen, da mein Rücken seit dem Crash fürchterliches Schmerz. Ach, welch eine süße Freude. 30. Ups. Oh, wieder dran gehen. Dürfte reichen. Und die restlichen. Und tun den hier ab. Und genauso. Die haben das Teil hier hinten. Geht ihr einen extra Umweg oder so? So. Okay. Okay, okay, okay. Der Blasebalg ist schon mal weg. Der ist schon mal sehr wichtig, denn der wirbelt unsere Pikmin durch die ganze Gegend und so weiter. Jo. Ich weiß gar nicht, wieso die dauernd so froh sind. So, so und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Immer rauf, immer rauf, immer rauf. Oh, da ist ein Pikmin-Grabber da hinten. Der pflanzt unsere Pikmin ein. So. Und drauf. Und drauf, immer drauf. Ah, was soll denn das? Ah, drauf. Und drauf, 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 drauf. So. Den 3 habe ich jetzt auch mal weg. Denn ich möchte, dass wir wenigstens jeden Gegner einmal eingesammelt haben. Yay! Du 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 da 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 du da. So. Massageeinheit, ich war in der letzten Zeit so lange unterwegs, dass ich jetzt kaum erwarten kann, sie zu nutzen. So, 8 Teile nur noch. Das heißt auch, dass dass der Dummy draußen steht. Ich beende hier den. Na, ich beende noch nicht. Denn mein Kumpel Linky steht draußen vor der Tür. Ah, wie komme ich denn da dran vorbei? Komm ich. Nein! Nein! Immer drauf. Okay. So. So, so. Haben wir hier alles? Okay. Bomben. So. Nein. Ich brauch euch. Auch nicht euch. Okay. Reicht das? Anscheinend nicht. Mann, 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 Mann. Okay.
Und los 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 und rauf und drauf und drauf. Also Entschuldigung, ich fange jetzt auf den Lexwart, aber mein Kumpel Linky hat von mein Fenster geschaut und das hat mich etwas verwirrt. Etwas, nicht sehr, aber. Weißt du, was Hässliches sieht man nicht alle Tage. Das Blöde ist, dass er meine Pikmin-Parts anschaut. Naja. Viel haben wir. Wir können eh nicht mehr viel machen. Jetzt haben wir jetzt mal einmal das ganze Zeug noch ein. Und ein bisschen drauf. Und den noch einsammeln. So. Dann benutzen wir mal erneut die blauen. So. Um uns eine Brücke zu bauen. Aber das alles im nächsten. Nein, nicht im nächsten Part. Nein, nein. Denn wir wollen das hier alle fertig machen. Ach, wir bauen jetzt einfach alle hier. So. Baut. So. Geht aber jetzt ein bisschen auf Erkundung. Da haben wir einen Teil. Was haben wir denn noch? Bomben noch irgendwo? Ich habe doch schon irgendwo Bomben gesehen. Jedenfalls sind hier ein Haufen Frösche, die noch alle killen dürfen. 15 Tage werden wir nicht schaffen, denke ich. Ach, das können wir auch im nächsten Part machen. So. Bomben brauchen wir auf jeden Fall für den nächsten Part. Zwei noch, glaube ich. Das können wir jetzt auch noch einsammeln. So. Und noch ihr. Okay. So. Sammeln wir das auch noch ein. Okay. Noch irgendwo Pikmin? Einer. Der ist da hinten, klar. Nix? Nö. Die verrecken wir sonst alle, wenn ich darüber laufe. Du. Yay. Okay. 11 Tage sind aufprall. Die Pikmin, die ich nicht zu Stübel brauche, sind über Nacht verschwunden. Sie sind wohl den riesigen nachtaktiven Kreaturen zum Opfer gefallen. Vielleicht folgen die Pikmin mir deshalb in die Atmosphäre. Langsam beginne ich die Regeln dieses Planeten zu begreifen. So. Schön gekeimt. Blaue haben wir trotzdem noch über 100. Es passt also. So. Zwei Teile erst. Ne, 15 Tage, das können wir vergessen. Ich sage hier, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Ciao.